Im äußersten Südosten der Türkei, zwischen irakischer und iranischer Grenze, liegt das kurdische Dorf Durankaya Silehi. Die Bewohner bereiten sich auf den alljährlichen Umzug vor. Sie sind Halbnomaden. Jetzt zum Sommerbeginn werden sie für einige Monate auf die Alm ziehen. Aus dem Backhaus duftet es nach frischem Brot. Die Frauen haben alle Hände voll zu tun. Während die einen zu Hause packen, bereiten die anderen den Proviant für die ersten Tage auf der Alm vor. Es ist heiß und der Qualm des Ofens brennt in den Augen. Seher Çelik ist die Jüngste im Frauenkreis und kein besonderer Fan der Alm. Aber die Brote mag sie sehr gerne. Wir machen dieses Essen auch an Ramadan. Dann stehen wir nachts auf und essen das. Das kennt man hier. Es schmeckt lecker. Wir backen immer gleich sehr viel davon. Für unsere Hirten und falls Gäste kommen. Und die hier machen wir jetzt als Proviant für die Alm. Die Hirten ziehen mit der Herde etwas früher los als der Rest des Dorfes. Der erste Sack Brot ist für sie. Davut Çelik versucht, das allgemeine Umzugsgewusel irgendwie zu organisieren. Aber wahrscheinlich wird es wie jedes Jahr sein. Chaos bis zur letzten Minute. Alle sind aus dem Häuschen. Nur Seher nicht. Als Kind hat sie die Sommer auf der Alm genossen, aber heute graut ihr vor der täglichen Arbeit dort oben. Hier haben wir wenigstens Strom. Und wenn du schmutzige Wäsche hast, wirfst du die in die Waschmaschine. Auf der Alm nicht. Da wäscht man bis abends mit der Hand. Hier ist das viel einfacher. Hier schläft man auch im Haus und nicht im Zelt. Der Bach plätschert viel zu laut. Ich kann da oben nicht schlafen. Auf der Weide oberhalb des Dorfes sammelt sich die Herde. Die 2000 Schafe und Ziegen sind die einzigen, die noch wie früher zur Alm laufen müssen, zusammen mit ihren Hirten. Der Weg zur Alm ist schwierig und die Hirten wissen um ihre Verantwortung. Die Herde ist der ganze Reichtum des Dorfes. Nur die Lämmchen werden getragen. Es kann passieren, dass ein Rudel Wölfe die Herde angreift. Die reißen dann schon mal 50 bis 60 Schafe auf einmal. Dagegen kommen die Hunde einfach nicht an. Wenn Wölfe in der Nähe sind, bleiben wir die ganze Nacht wach, weil das Rudel sonst versucht, unsere Herde zu trennen. Es ist soweit. Wenn alles gut geht, sind sie in 2 Tagen oben. Wer nach Hakkari will, muss durch Checkpoints und Straßenkontrollen des türkischen Militärs. Die Stadt wäre ein idealer Ausgangspunkt für Bergtouren. Und der Tourismus könnte blühen, wäre da nicht der Konflikt zwischen der kurdischen PKK und der türkischen Regierung. Immer wieder gerät die zivile Bevölkerung zwischen die Fronten. Mal herrscht Waffenstillstand, mal gibt es Auseinandersetzungen. Aber was die Menschen hier dringend bräuchten, ist dauerhafter Frieden. Die Herde der Hirtenfamilien hat schon die Hälfte des Weges zur Alm hinter sich. Und alle Tiere sind wohlauf. Und auch der Umzug der Dorfbewohner ist fast geschafft. Noch eine letzte Fahrt mit dem LKW, dann sind Decken, Hausrat und Brennholz oben und im Nomadencamp können die ersten Familien einziehen. Zelte, Bergluft, Natur. Urlaub wird das hier trotzdem nicht. Die Monate auf der Alm sind die anstrengendsten des Jahres, weiß Dorfbewohner Davut Çelik. Wenn wir morgens um 4:30 aufstehen, sind erstmal die Tiere dran. Die müssen gemolken werden. Das ist natürlich schwere Arbeit. Auf der Alm hat wirklich jeder seine Aufgabe. Wir besorgen Feuerholz zum Kochen und für die Herstellung von Butter und Käse.
damit wir die frische Milch erhitzen können. Wir stellen Wolle her und müssen Kräuter sammeln für die Käseherstellung. Die Frauen sind für den Wohnraum zuständig, fürs Kochen und den Käse. Seher und ihre Mutter haben auch schon ein paar Kräuter gesammelt. Dieses heißt Panjor und gibt dem Almkäse ein feines, lauchähnliches Aroma. Kaum angekommen, hat Seher schon die Nase voll. Geschirrspülen im eiskalten Bach. Na prima. Und heute Nacht wird sie wieder nicht schlafen können, wenn es hier plätschert und ringsum die Wölfe heulen. Die sind hier überall. Bis hier zu uns kommen sie zwar nicht runter, aber in den Bergen rundum sind sie überall. Drei Monate bleiben die Familie nun hier. So lange, bis es unten im Tal wieder kühler ist und die Kinder in die Schule müssen. Fünf Autostunden nordwestlich von Hakkari liegt der größte Binnensee der Türkei, der Vansee. Auf der Insel Akdamar zeugt die Heiligkreuzkirche davon, dass der gesamte Osten Anatoliens einmal von Armeniern bewohnt war. Bis zu ihrer Vertreibung.